Der 4-Kanal-Netzwerkrekorder kann das Videosignal von 4 IP-Kameras am Monitor anzeigen oder auf Festplatte aufnehmen. Die Steuerung erfolgt per USB-Maus, per VGA oder HDMI kann ein Monitor angeschlossen werden. Per Netzwerkkabel verbindet man den NVR mit dem Router. An diesem Router ist zum Test eine kleine Netzwerkkamera installiert. Hinzufügen kann man die Kamera nun über den Menüpunkt Net Channel Management. Die untere Liste zeigt alle Kameras an, die der NVR im Netzwerk findet. Man kann nun eine auswählen und diese zur Liste nach oben hinzufügen. Die Kamera erscheint dann in der Übersicht. Per Doppelklick kann man das Bild vergrößern. Hier ein Beispiel, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Im Menü kann man jetzt zum Beispiel manuell eine Aufnahme starten. Oder sich die aufgenommenen Daten ansehen. In den Videoeinstellungen kann man jedem Kanal einen eigenen Namen geben. In den Aufnahmeeinstellungen einen Zeitplan zur Aufnahme einstellen und dort zum Beispiel auch die Bewegungserkennung aktivieren. Bei den Netzwerkeinstellungen finden wir unter anderem die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse zu konfigurieren. Mithilfe dieser Einstellung kann später eine E-Mail im Alarmfall, also zum Beispiel bei Bewegungserkennung, an Sie versendet werden. Erwerben Sie den NVR auf www.alarm.de.